Die Sims 4. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, wir spielen heute weiter Sims 4. Ja, erstmal. Ja, okay, das reicht. Und ja, wir kümmern uns jetzt erstmal hier um die drei Ganoven. Willi ist schon zu alt, würde ich sagen, um eine Karriere einzuschlagen. Kriegt zwar dann nicht so viel Geld, aber wir können ihn erstmal arbeiten lassen. Und jetzt sagen viele, oh, du hast ja dieses Pack schon, du hast ja ab an die Arbeit. Oh mein Gott. Ja, habe ich. Aber wir werden es jetzt, also... Ich werde jetzt nicht diese Karrierendings einschlagen, das vielleicht später. Wenn wir ein bisschen mehr Geld haben, weil ich habe keine Lust, hier dieses ganze Willst du mit zur Arbeit? Dings. Teil, das möchte ich nicht machen, das ist mir irgendwie ein bisschen zu komisch. Ja, jetzt sucht sich Willi auch noch einen Job. Bei Willi würde ich Technikguru sagen. Oder wie? Da verdienst du nur ein. Hier verdienst du nur 16. 25. 31. Hier verdienst du nur 9. 25. 21. 15. 17. 23. 16. 26. 24 die Stunde. 20 die Stunde. Und 18 die Stunde. Ja, dann würde ich sagen, wir nehmen den Technikguru. Dann werden wir als Live-Chat-Bearbeiter. So. Und. Oh, wer läuft denn da rum? Und da ist noch jemand. Hallo. Und ja, wir gucken dann mal. Also, wie viel Uhr haben wir? 8 Uhr morgens. Okay. Wir können dann mal. Was musst du machen? Hausaufgaben. Du machst dann erstmal deine schönen Hausaufgaben. Du haben wir einen PC. Wir brauchen natürlich einen PC als Technikguru. Videospiele spielen. Können wir das hier auch? Nee, können wir nicht. Okay. Dann gehen wir eben in den Bearbeitungsmodus. Und wir brauchen ja auch noch mehrere Betten. Und ja, erstmal machen wir uns Dings. Erstmal holen wir uns die wichtigen Sachen. Heißt die drei Betten. Erstmal hier Dings. Wir werden dann ja wahrscheinlich. Nee, solche guten Betten können wir wahrscheinlich nicht nehmen. Doch, können wir, oder? Gönnen wir uns. Aber wir machen. Oder wir machen das Haus. Ich glaube eher, wir machen das Haus noch ein bisschen größer. So. Stellen wir da erstmal drei Betten rein. Egal wie. Das machen wir dahinter vernünftig. So. Können wir das so normal ziehen? Ziehen wir das zwei in die Breite, sodass alle hier liegen können. So. Dann brauchen wir als Technikguru erstmal noch einen schönen PC. Den würde ich hier auch gerne hinstellen. Hier so. Jetzt mal hier so einen schönen Tisch. Zeigen sich Leute, du kannst. Jetzt sagen bestimmt Leute wieder, du kannst überhaupt nicht bauen und so. Ich sag nur eins, Leute. Ich mach das hier dafür, dass, wegen Dings, damit, also jetzt sagen, fuck, versprochen, also, wie soll ich das jetzt hier erklären? Leute sagen dann, du kannst überhaupt nicht bauen. Das liegt daran, dass wir einfach noch nicht die Möglichkeiten haben, so viel zu bauen. Wir können ja noch nicht so viel. Wir können ein paar Sachen, aber nicht alle. Jetzt vom Dekorativen her.
holen uns jetzt erstmal noch ein paar diese normalen Lampen. Es ist nämlich sehr dunkel darin. Ja, es ist Tag, aber trotzdem Licht braucht man. So. Und das war's dann. Du kannst dann mal Videospiele spielen. Keine Ahnung, wie man damit dann so viel Geld verdienen kann, aber ist nicht mein Problem. Ja, und du stehst. Du kannst mal schon mal Essen machen. Wir machen erstmal. Was kochen wir denn? Wir kochen schön Gartensalat. Erstmal, damit uns hier nicht direkt die Bude abfackelt. Und ja. Oh, ich mache meine Hausaufgaben so schnell. Wieso schreibst du überhaupt ins Buch rein? Kollege, wieso schreibst du ins Buch rein? Okay, du hast deine Hausaufgaben abgeschlossen. Oh. Begrüßungskomitee. Hör mal auf, schön PC-Spiele zu spielen. Wir gehen mal zu unserem Nachbar. Oh, wer ist das denn? Wir bitten sie. Oh, nein, 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 nicht herein. Bitten nicht herein. Bitten nicht. Neue Nachbarn begrüßen. Wir begrüßen unsere neuen Nachbarn. Lol. Wieso bringen die Essen mit? Ja, der sieht so aus, als ob er ein Vampir wäre. Oh, ah, okay, der Gartensalat ist fertig. Du kannst mal essen. Portion ein Gericht nehmen. Du kannst ja so lange. Jörg. Nachbarn begrüßen. Noch mal begrüßen. So. Warpa? Henbei? You been? Yishla Henbei? Oh, I'm Saba! Wadida. Oh. Lobo. Ganathoi. Niara. Spinay? Ah, so, so. Ah, oh, Yabahorn! So, so. Daba Boondal! Oh! Ulak! Storn of Flame. Ja, du kannst ja mit den reden schön. Ja, du stehst einfach in der Gegend rum. Nimm dir auch noch mal eine Portion. Dann können wir das auch noch in den Kühlschrank stellen. Junge, von wo wurdest du erzogen? Du musst deine Sachen wegtun. Aufräumen hier. Von wo wurdest du denn erzogen? Danach kannst du Videospiele spielen oder so. Keine Ahnung. Oder eine Fähigkeit auf Level 2. Kannst du Computer spielen. So wie dein Mitbewohner. Sims. Du spielst mal Sims Fover. Ey, wer hat gesagt überhaupt, dass du... Hallo? Schmeiß doch nicht die Tür so zu. Aber danke, dass du unseren Vorrat auf isst. Man schnurrt sich George nicht alles. So, wir müssen noch mehr Gartensalate kochen. Noch mal Grillkäse. Vier Personen. Wasch mal ab. Oh, er ist inspiriert. Bitte lass nicht die komplette Wohnung abbrennen, ja? Okay, du spielst jetzt so lange, bis du auf Level 1 fertig hast.
auf Level 2. Okay, hat 75%, so langsam gehen auch gleich. Okay, wir halten euch nicht auf. Hör auf, erstmal Videospiele zu spielen. Du musst. Wir bitten dich jetzt erstmal. Bitten zu gehen. Wir haben keinen Bock nämlich mehr auf euch. So. Du kannst dann ja mal Videospiele weiterspielen. So. Ringo Spahn. Ey, geh weg! Geht doch mal alle hier raus! Okay, er isst unseren Gartensalat. Gut. Das kannst du auch mal hier rein. Sie liegt jetzt hier im Gartensalat. Essen fassen! Okay, esst unseren ganzen Vorrat auf und dann geht ihr bitte, ja? Hier ist jemand am Zocken. Oh, hier der harte Gamer. Was machst du? Mach doch kein Feuer! Muss ich dazu noch irgendwas sagen? Wieso ist da jemand im Anzug? Und wieso spielst du die ganze Zeit die gleiche Scheiße? Muss irgendwer mal... Ja, okay, du mit 18 Stunden, du 2 Tagen. Räum mal auf. Du... Bitte die anderen, bitte zu gehen, die nerven. Bruder, geh weg. Du, geh auch weg. Oh, geil. Level 2. Haben wir es jetzt fertig? Ja, gut. Abgeschlossen. Geh weg. So. Was? Ey, Kollege. Kollege, geh weg. Und ja, bitte. Ist doch der andere Spasti. Ey, geh nicht an meinen PC. Georg, sag doch mal was. Er will nicht gehen. Bitte zu gehen. Geh weg. Guck mal, Schatzipi. Was machst du? Was hat der denn da gerade gemacht? So, und jetzt geh weg. Aber dass du dir Zeit genommen hast, gut. Du kannst jetzt weiter Block, keine Ahnung, spielen. Und du musst aufs Klo. Ja, kann ich verstehen, so viele Mahlzeiten, wie du in dich reingedrückt hast. Du musst aufs Klo und du auch wahrscheinlich. Nee, musst du nicht, okay. Und du stehst einfach hier rum, ja gut. Lesen Buch oder so, keine Ahnung. Mach irgendwas. Lesen. Erstes Einhorn. Herr der Schaukel. Das ist nicht so ein paar Kinderbücher. Das müsste eindeutig Georg, George. Ich sag immer Georg. So. Was könnten wir denn so machen? Könnten noch ein paar Sachen kaufen. Um noch alles ein bisschen zu verschönern. Am besten wäre cool, wenn wir eine Bar hätten, aber wo? Können auch alles mal umräumen. Bücherregale jetzt noch in die Ecke. Einen Stuhl brauchen wir noch. Stuhl.
Oberfläche? Nee. Komfort. Stühle. Oder wir nehmen mal das Kopiertool und kopieren den. So. Und dann würde ich am besten diese Wand hier wegmachen. Die nervt. Zack. Verkaufen wir die. Und schieben wir das alles noch ein bisschen an die Seite. Fernseher kann hier hin. Der Mülleimer. Ach Mann, ich würde den so gerne da in die Ecke hier platzieren, aber das funktioniert nicht. Hier geht's zum Badezimmer. Ja, jetzt stellen wir mal eine Bar dahin. Nur was, was so ein bisschen so an die Küche ein bisschen ähnelt. Sowas? Nee, ja, so ein. Ja, sowas. Ja, das passt. Und die Wohnung wird noch größer, ja. Vielleicht noch ein paar Accessoires. Aber wir können uns ein Oxpatorium kaufen. Eine Rakete reicht es aber nicht. Oder so ein Fitness-Scheiß. 500, 160. Wir können ja so auf der Terrasse so einen kleinen Schachbrett machen. Ist eigentlich ganz gut. Ja, so mit den Stühlen. Haben wir so draußen so ein bisschen Schach. Eigentlich ganz gemütlich. Oh, wir haben jetzt so langsam auch 16 Uhr. Kostet jetzt noch ein bisschen Grillkäse für eine Familienportion, weil du noch nicht fertig bist. Also schon abgeschlossen. Du kannst mal draußen Schach spielen eine Runde. Oh, du bist unwohl. Warum? So, weil wir einen billigen Kühlschrank haben. Ja, die Logikfähigkeit der Wurm. Schon ein bisschen doof, ne? So. Erstmal alles in der Pinnwand löschen. Oh, er verliert. Er verliert gegen sich selber, glaube ich. Ey, hat er verloren oder gewonnen? Keine Ahnung, müssen die Schachspieler sagen. Ich kenne mich damit nicht aus. Okay, er ist. Ah, nee, das ist er gar nicht. Trotzdem bist du fertig, gut. Hat jemand. Du hast wahrscheinlich keinen Hunger, du hast. Ah! Nee, du hast. Dir fehlt Spaß. Vielleicht trinken wir ein bisschen Alkohol. Mix. Wir üben erstmal ein bisschen Mixen noch. Dann können wir noch ein bisschen. Oh, du hast Hunger? Und du drückst die Blase. Okay, dann gehst du erstmal aufs Klo. Dann geh mal aufs Klo. Du musst auch aber aufs Klo. Bist du jetzt hier auf Level 2? Immer noch nicht. Erhalte eine Fähigkeit, um Level 2 zu erreichen. Warte mal kurz. Fähigkeit. Level 1 immer noch. Kollege, spielen. Muss weiter spielen, solange bis du Level 2 geschafft hast.
Er hat Hunger. Wir haben noch sehr viel im Dings. Im Kühlschrank. Toll, Georg. Finde ich toll, dass du die Mixfähigkeit erworben hast. So, du musst was essen. Esse nochmal was. Wir haben zwei schöne Grilldings. Du musst aufs Klo. Du gehst jetzt erstmal noch aufs Klo. Bevor du dir in die Windeln machst. Und dann noch gehst du weiter zocken. Lecker Grillkäse. Yum, 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 yum. Das schmeckt aber gut. Instrument kaufen, von Ideen erzählen. Sit-ups machen? Das können wir sogar machen. Alter, wie lange brauchst du denn zum Kacken? Okay, jetzt ist er fertig. Sportsendung ansehen, du? Sportsendung ansehen, alles klar. Und dann gucken wir mal ein bisschen Fernsehen. Kanal schauen, Kochsendung Medien. So, dann spielen wir jetzt erstmal Sims Forever fertig. Kochfähigkeit Level 2, setz dich doch hin. Sitzen. Oh ja, die neue Kochsendung. Yaliba Ulabao, Za Hashimoto Gemara, Abri. Yaliba Bonking, Abu Sneeza. Bazi Lokia, Hashimoto Seguma Wimba. Ist ein bisschen verstörend. Okay. Wir können. Ich glaube, ich kaufe mir auch so ein Oxypatorium, weil er so so ein bisschen so Wissenschaftler, Entdecker. Kaufen wir mal. So. Da kannst du dann mal reingehen. Wir beobachten mal den schönen Himmel. Dann so ein bisschen machen. Guck mal, er ist inspiriert. Das braucht er auch für seine Arbeit. Er guckt in sein komischen Observatorium. Er spielt immer noch Sims Forever. Jetzt, ja, okay, jetzt hat er es abgeschlossen. Oh, jetzt kann er auch 3er Oberschüler bist du nur. Und du musst mit jemandem reden. Red mit dir selber. Was, du hast Hunger? Du hast doch schon heute gegessen, sogar. Ja, okay. So, dann nehmen wir. Und essen mal ein bisschen. Er guckt immer noch in seinem schönen Observatorium. Können wir extra Aufgaben machen? Nee, gibt's gar nicht. Okay. Essen mal. Thank you.
Red mal mit ihm. Um Rat bitten. Wir beschweren uns mal über so unsere Eltern, da sie uns jetzt verlassen haben. Nach Techtelmechtel fragen. Komm, wir heizen ihn mal richtig ein. Oh, du bist konzentriert. Er beobachtet die Sterne. Ah. Logik hat er jetzt auch Level 2. Videospiele spielen hat er schon fertig. So, wie viel Uhr haben wir? 21. Oh, der Junge muss ins Bett. Du gehst jetzt mal schlafen. Und du auch. Und sei mal auf, in deinen Stern rumzuglüpschen. Jetzt geh auch mal ins Bett. Mal gucken. Oh, ist schon wach. Du brauchst immer noch Dings. Nicht mit mir hier selber auf dem Klo. Wir gehen jetzt erstmal aufs Klo. Nur steh mal auf. Steh mal auf. Nimm da was. Nimm da was zu futtern. Ich nehm. Du hast auch Hunger? Ja, okay. Ausgeschlafen seid ihr jetzt nicht, aber. Dann nehmen wir uns auch mal noch ein Gericht. Wir waren jetzt schon auf dem Klo und jetzt essen wir auch noch was Leckeres. Verdorbenes Essen sortieren wir erstmal noch aus. Immer noch konzentriert. Oh, du musst in einer Stunde zur Schule. Schnell eben noch was essen. Ist nicht so schlimm, wenn du eine Minute zu spät kommst. Oh, du musst in 9 Stunden zur Arbeit. So. Okay, wenn du in 9 Stunden zur Arbeit musst, dann. Edna. Ja, benüsch. Ess eben schnell noch was und dann. Komm. Schnell. Lass die Scheiße liegen. Nein, brauchst nicht wegkriegen. Geh jetzt einfach zur Schule. Das machst du doch schon. Räum mal auf. Wir gucken mal. Wir schließen mal Freundschaften.
der ganze Kack von ihm weg, ja. Gut, da du in 8 Stunden zur Arbeit musst, kannst Kanal schauen, Kochsendung für Ideen. Schauen. So, und du gehst aufs Klö. Aufs Klö. Wir gehen aufs Klo. Oh, also Willi, du gehst jetzt erstmal aufs Klo. Oh, ja. Oh! Was? Krass. Wie heißt die? Was hat die denn für einen Namen? Cassandra, alles klar. So. Okay, du bist inspiriert. Kannst jetzt den ganzen Tag weiter schauen. Und irgendwas ist mit deiner Dings kaputt. Ach so. Du hast heute auch noch frei. Ja, dann könntest du mal weiter deine Dingsfähigkeit hochpushen. Du musst in 7 Stunden zur Arbeit. Wann hast du frei? Morgen hast du frei sogar. Das ist eigentlich ganz gut. Kohle im Klo. Im Ernst? Während der kurzen Pause entdeckt Steve ein wenig Geld auf der dem Toilettenbecken. So in soll er es in seinen Spind einschließen? Oh, hä? Ja, gut. Ja, gut, hab ich gesagt, dass das machen sollst. Ja, gut, hab ich vielleicht. So, du gehst jetzt erstmal duschen, bevor nämlich Dings nach Hause kommt. Und zwar nehmen wir eine schöne, erfrischende. Hör mal weiter für deinen Kochen. Läuft mir so rum. Lol, die sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Was ist die denn für eine Tante? Oh. Das könnte der neue Freund von George werden, ganz ehrlich. Oh. Sieht nicht gerade alle allzu jung aus. Oh, da ist jemand, der jung ist, aber der sieht sehr komisch aus. Willst Liegestütze machen? Oh, mach mal. Liegestütze, komm. 1 und 2. Mach mal Liegestützen. Sure. 1, 2, 3, 4. Fitnessstudio besuchen. Muss in 24 Stunden zur Arbeit. Wie viele Stunden hast du? 5. Geht's dir vom Essen her gut? Bedürfnisse hier. Hunger und Energie ist gut. Spaß ist auch gut. Sozial ist nicht so gut. Über Träume reden. Reden wir mit ihm über Träume. Setz dich mal daneben. Und red mit ihm. Sabinto, bail you about. Jebs. And it's above. No bye.
Quaznulch. Izoi Brabani. Zanessa Oduma. Bin Faheb. Oh, Blotz. 50 Swibik. Skisna Plushi. Kimata. Strum. Strum, Strum. Garsha, Garsha. Flaga. That's Looney. Narble for boy. Oh, die Comedy-Fähigkeit erworben. Orphan? Kabura? It's a Paropandal. Bruja Galopa. Najelna Barove sends an orch. Marco. K. Wes. Chavez Turka. Wen hast du getroffen? Sifo Fruba. Sturm Garstar. Steve hat Ralf in der Schule kennengelernt. Okay. Immer auf ihn voll zu quatschen. Du gehst nochmal eben schnell duschen und du spielst mal ein bisschen. Ja, ne, du kannst ja mal ein Instrument kaufen, irgendwie so eine Gitarre oder so, oder ein Schlagzeug. Aber ich tendiere zu einem Schlagzeug. Ich weiß nicht, wie so ein wie viel so ein Schlagzeug kostet. Und es überhaupt eins gibt. So wie es aussieht, gibt es nämlich nur Geige und Gitarre und Flügel. Sims 3 gab es ein Dings. Immer eine Gitarre. Ja, schon eine Gitarre. Kannst du mal ein bisschen. Was können wir machen? Gitarrist engagieren. Wie haben wir hier denn? Omniam. Also die Pucke von ihm da vorne, die ist schon links. Ich glaube, er wird sehr fettleibig. Wir müssen kurz die Lampe noch ein bisschen wegstellen, so. So, Leute, dann würde ich aber auch sagen, das war's mit der Folge. Wenn euch die Folge... Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Und...